Die wohl längste und größte Kaffeetafel Wertheims wurde am Mainplatz aufgebaut. An mehr als 60 Biertischgarnituren fanden sich mehrere hundert Menschen ein, um bei Kaffee und Kuchen Gesicht zu zeigen, für die Demokratie und gegen Rassismus. Die Idee stammt von Dekanin Wiebke Klomp. Miteinander ins Gespräch kommen bei Kaffee und Kuchen ist immer gut und auch Unterschiedlichkeiten auszuhalten. Es ist so einfach, über andere zu reden, aber mit anderen zu reden ist eine eigene Kunst und das können wir hier in Wertheim. Anlass für diese Demonstrationsveranstaltung war die im Vorfeld angekündigte Veranstaltung des Magazins Compact, das seit 2021 vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft wird. Das Magazin veranstaltet derzeit unter dem Motto »Die blaue Welle rollt« nach eigenen Angaben sogenannte Volksfeste, bisher allerdings ausschließlich in ostdeutschen Bundesländern. Wertheim war jetzt die erste westdeutsche Stadt, in der ein solches Volksfest durchgeführt wurde. Das macht mir Sorgen und ich bin jetzt Mitte 60 und ich hatte eigentlich gehofft, dass solche Zeiten nie mehr wiederkommen. Aber wir müssen diesen Anfängen wehren und dann hoffen wir, dass wir wieder in ein gutes, positives Fahrwasser kommen mit unserer Gesellschaft. Mit mehreren hundert Teilnehmern machten sich die Veranstalter dann auf den Weg zum Rathaus zu einer Abschlusskundgebung. Den Weg hatte die mit einem Großaufgebot angerückte Polizei vorgegeben, um möglichst wenig Berührungspunkte mit der Kundgebung der Blauen Welle zu haben. Denn obwohl sich die Stadt Wertheim heftig dagegen gewehrt hatte, durfte die Veranstaltung letztlich doch auf dem Marktplatz stattfinden. Das Ordnungsamt hat aus Sicherheitsbedenken und aus Platzgründen die Main-Tauber-Halle den Verkehrsübungsplatz zugewiesen. Dagegen haben die Rechtsanwälte des Magazins Einspruch eingelegt und das Verwaltungsgericht in Stuttgart hat dem zunächst stattgegeben. Die Stadtverwaltung hat dann auf ihrer inhaltlichen und Rechtsposition beharrt, hat beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim Beschwerde eingelegt. Und aber auch das Verwaltungsgericht in Mannheim, der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat gesagt, dass es zulässig ist, dass dieses Magazin seine Kundgebung auf dem Marktplatz durchführen darf. Mich persönlich macht das nicht glücklich, stellt das nicht zufrieden. Aber wir sind auch Demokraten und akzeptieren dann die Rechtsprechung des Gerichts. Am Engelsbrunnen war der einzige Punkt, wo die Demonstranten einen kleinen Blick auf den Marktplatz erhaschen konnten. Mit lautem Pfeifen und Rufen versuchte man, die Veranstaltung zu stören. Auch die lange läutenden Kirchenglocken waren ein deutlich hörbares Protestzeichen. Ansonsten blieb es friedlich. Auf dem Marktplatz mussten nach Polizeiangaben allerdings 5 Platzverweise ausgesprochen werden. Wann immer ein Gericht eine Entscheidung getroffen hat, zu deren Ungunsten wurde danach das Gericht angegriffen, wurde die Rechtbarkeit in Frage gestellt, wohl wissend, dass ein wesentlicher Teil unserer Demokratie, des Rechtsstaates, die Anerkennung der Gerichte ist. Und das unterscheidet uns maßgeblich von denen dort drüben. Auf dem Marktplatz ist zu dieser Zeit nicht wirklich viel los. Rund 150 Menschen hören nach polizeilichen Angaben unter anderem den Thesen von Jürgen Elsässer zu, Chefredakteur des umstrittenen Magazins Compact, der sich wörtlich nicht nur als Putin-Versteher, sondern als Putin-Freund bezeichnet und die AfD mit ihren beiden derzeit gerichtlich im Fokus stehenden Spitzenkandidaten für die Europawahl vehement verteidigt. Bei den vorgeworfenen russischen und chinesischen Geldzahlungen an die beiden Politiker handle es sich um ein Komplott. Das heißt, diese Verbindung muss doch aufgeklärt werden, ob hier ein Schläfer bei Maximilian Grah platziert wurde, den man jetzt rechtzeitig vor den Europawahlen aufgedeckt hat, um die AfD anzuschwärzen. Das ist ein Skandal vom Verfassungsschutz und nicht von Maximilian Grah. Welch eine Lüge, welch eine schmutzige Methode, Politiker kaputt zu spielen. Und in dieser Situation sage ich, ich stehe hinter diesen beiden Politikern, die sich aufrichtig für das westöstliche Verständnis einsetzen. Unklar scheint, wie viele Wertheimer letztlich denn tatsächlich Gesicht gegen Rassismus gezeigt haben. Die Veranstalter sprachen anfangs von 1500 Teilnehmern, die Polizei von 550. Eigene Zählungen unserer Redaktion haben mindestens 800 Menschen ergeben. In jedem Fall also ein Vielfaches mehr als beim sogenannten Volksfest auf dem Marktplatz.